Lieb gemeint, aber leider doch daneben. So geht es manchmal mit Weihnachtsgeschenken. Die Uhr gefällt nicht, die Socken passen nicht. Wir haben in der Bensheimer Fußgängerzone nachgefragt. Beginnt jetzt das große Umtauschen? Weihnachten ist rum, heute ist der erste Tag, nachdem jetzt alle irgendwie viel gegessen, viel gefeiert haben. Und es ist klassisch der erste Umtauschtag. Es sind natürlich einige Geschenke, die vielleicht unter dem Weihnachtsbaum nicht den Wünschen entsprochen haben, die vielleicht da waren. Ich habe zu Weihnachten Ohrringe von meiner Oma bekommen und die sind mir ein bisschen zu breit. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hierher und tauschen die um. Und ich suche mir noch welche aus. Aber ich muss sagen, dieses Jahr wurden sehr, sehr viele Gutscheine und sehr, sehr viele Bensheimer Batzen verkauft, sodass wir eigentlich schon 4 Tage vor Weihnachten komplett ausverkauft waren. Und insofern doch hoffentlich die Umtauschquote sehr gering sein wird. Ja, dieses Jahr mussten wir nichts umtauschen, waren wir sehr zufrieden mit unseren Weihnachtsgeschenken. Und haben jetzt sogar noch was dazu gekauft, weil uns das eine Geschenk besonders gut gefallen hat. Natürlich wird es einige Leute geben bei uns, die natürlich unzufrieden sind, wo die Größen nicht passen, was überhaupt kein Problem ist, indem wir eine andere Größe umtauschen oder wo vielleicht irgendwie man sagt, um Gottes Willen, das passt ja gar nicht oder der dritte Gänsebräter dann unter dem Weihnachtsbaum stand. Ich hatte meine Frau Parfüm gekauft. Sie hat auch gesagt, was für Marke, aber später, wie ich dann heimkomme und habe ihr das überreicht, und dann packt es auf und oh, super. Und dann, wie es halt aufmacht, und da war es doch die verkehrte. Umtausch kein Thema. Ich habe, glaube ich, noch nie was umgetauscht. Nach den Feiertagen oder Geschenken. Ich kann mich nicht erinnern. Auch heute nicht. Also, wir haben nichts umzutauschen, weil das, was wir brauchen, kaufen wir uns zusammen. Da weiß man, es passt und es gefällt. Aber sie war nicht ärgerlich. Da habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich halt hin und hole wieder das, was ich gewollt hatte. Wir haben hier im Haus ganz genaue Regeln, wie wir den Umtausch behandeln, sodass sich auch keiner irgendwie unfair behandelt fühlt. Und so auch der Kunde, denke ich mal, kulanterweise auch ohne Kassenzettel mal im Notfall seine Geschenke umtauschen kann in das Geschenk, was er gerne haben möchte.